Hi, das da ist die Schiersteiner Brücke. Die ist fundamental kaputt und deswegen muss eine neue gebaut werden. Nun, auch wir brauchen ein starkes Fundament und das ist die Beinarbeit. Und genau um diese Beinarbeit geht es in dieser Folge von Messerfechten aus Mainz. Viel Spaß dabei! Tja, eine Brücke mit einem kaputten Fundament kann die Kräfte, die auf sie wirken, nicht mehr aufnehmen. Das heißt, sie funktioniert nicht. Bei uns beim Messerfechten ist es relativ ähnlich. Wenn wir die Kräfte, die auftreten, nicht aufnehmen können, wenn wir sie nicht vernünftig verarbeiten können, dann funktioniert das alles nicht. Deswegen gibt es Stände und deswegen gibt es Schritte, die letztlich zwischen den Ständen wechseln. Nun sind die Stände unterschiedlich und sie haben unterschiedliche Funktionen. Und genau das zeigen wir euch jetzt. Ja, um mal ein bisschen Action mit Partnern zu sehen, das kann man natürlich nicht alleine machen und es ist sowieso langweilig, wenn ich immer nur alleine vor der Kamera schwätze. Deswegen toll, dass der Bastian noch da ist und der Christoph und wir drei zeigen euch jetzt ein bisschen was zum Thema Beinarbeit. Und bevor irgendjemand fragt, warum ich diesen Kimono trage, es ist ganz einfach, ich kriege dieses Mikrofon am T-Shirt nicht befestigt. Gut, Beinarbeit. Was ist Beinarbeit? Beinarbeit ist in erster Linie, und das ist ganz wichtig, ein Teil einer komplexen Handlung. Man kann Beinarbeit nur sehr, sehr schwer entkoppeln von dem, was sonst passiert. Trotzdem müssen Schüler aber die Gelegenheit haben, Beinarbeit üben zu können. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen versuchen, es zu entkoppeln. Wir werden aber nicht nur Beinarbeit machen, das heißt, wir werden auch hier und da mal was in der Hand haben. Einfach, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich habe mir schon vor ziemlich langer Zeit angewöhnt, Dinge wie Beinarbeit oder Hiebe, die unterschiedlich sein können und die unterschiedliche Ausprägungen haben können, nach ihren Eigenschaften zu beschreiben. Das heißt, es geht nicht darum, etwas hundertprozentig exakt zu wiederholen, sondern es geht in erster Linie letztlich darum, zu verstehen, was da wirklich passiert, körperlich zu verstehen, was da passiert und das, was man tut, adaptiv einsetzen zu können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit einem großen, starken Gegner kämpfen muss, dann ist es unter Umständen ein bisschen anders, als ja, wenn der Gegner zwar relativ klein und vielleicht nicht so stark ist wie ich, aber eben wesentlich flinker. Alles muss ich irgendwie anpassen können und deswegen Eigenschaften. Wir beschreiben auch Beinarbeit, Schritte, vor allem Stände nach Eigenschaften. Da der Wechselschritt sehr häufig ist, ist ein Stehen in einer Linie, wie man hier sieht, nicht besonders sinnvoll, denn man stolpert fast über seine eigenen Füße. Und bei einem Schritt in den Winkel wird der Körper nach außen mitgezogen, was häufig dazu führt, dass der hintere Fuß zu weit nachgezogen wird. Noch problematischer ist ein Kreuzschritt, denn bei dem Kreuzschritt aus dieser Position stolpert man unweigerlich über seine eigenen Füße. Wenn man die Linie zwischen den Füßen nicht übertritt, ist das schon deutlich besser. Zuerst ein weiter Schritt nach vorne, nun ein etwas verwinkelterer Schritt und zum Schluss ein stark verwinkelter Schritt. Es gibt auch einen sehr stark eindrehenden Schritt, der gegen den Waffenarm des anderen geht und den sehen wir hier. So, und nun das Ganze mit Messer in der Hand, ein relativ langer Schritt nach vorne, ein etwas stärker verwinkelter Schritt, anschließend ein noch stärker verwinkelter Schritt und ganz zum Schluss der Schritt gegen den Waffenarm, auch hier darauf achten, dass der Körper hinter der Waffe ist. Und nun in Kombination mit einem Partner. Das war ein normaler Angriff. Je nach Aktion des anderen müssen wir den Winkel unter Umständen schließen. Dabei gilt, je offensiver die Aktion des anderen, desto extremer der Winkel. Und zum Schluss ein direkter Angriff auf den Waffenarm samt Folgetechnik. Sehen wir uns nun einmal die verschiedenen Schritte, zumindest rudimentär, das heißt schematisch an. Der einfachste aller möglichen Schritte und der natürlichste ist der Wechselschritt.
Dieser Wechselschritt ist beim Messer der übliche Schritt für einen Angriff, das heißt eine sehr, sehr häufig vorkommende Schritttechnik. Auch passt dieser Schritt sehr gut zur Kontraktionsbewegung, mit der man einen kräftigen Bauernhau, aka Zaunhau, ausführen kann. Beim Fechtschritt wird zuerst der vordere Fuß bewegt, anschließend der hintere Fuß, im Gegensatz zum Wechselschritt, den wir hier noch einmal sehen. Er ist ohne Ausfall nicht so raumgreifend und auch für Winkelaufbau nicht geeignet. Beim Fechtschritt rückwärts gibt es noch eine kleine Alternative, die besteht darin, zuerst den vorderen Fuß zurückzusetzen. Dann gibt es natürlich noch den Seitwärtsschritt, den man auch als Krabbenschritt bezeichnet. Man kann ihn, wie hier gezeigt, einfach so ausführen oder natürlich aus einer anderen Position heraus in Form kleiner Kreuzschritte. Und wo wir gerade beim Kreuzschritt sind, das ist der Kreuzschritt. Auch diesen gibt es selbstverständlich in verschiedenen Variationen. Die erste Variation ist, dass die Beine tatsächlich, wie hier gezeigt, überkreuzt werden. Die andere Version besteht darin, die Beine nicht völlig zu überkreuzen, was letztendlich nichts anderes ist als ein kleiner Zwischenschritt. Ganz simpel. Diese kleinen Zwischenschritte sollte man sowieso dauernd machen oder relativ häufig machen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass man hundertprozentig richtig steht, ist dann doch eher gering, außer in einer sehr, sehr, sehr einstudierten Übungsstunde. Wenn es ein bisschen freier wird, dann bewegen sich die Leute unterschiedlich, das Timing wird ein bisschen unterschiedlich sein. Und dass man genauso zum Ziel kommt, wie man sich das dachte, mit einem Schritt, ist vermutlich nicht möglich. Deswegen mit den Augen üben, justieren, bis man die richtige Distanz hat, dann angreifen. Wenn man angegriffen hat und in einer Situation steht, in der Kräfte wirken, dann ist es relativ sinnvoll, auch unter Umständen nochmal nachzujustieren. Wenn ich also feststelle, die Kräfte kommen etwas mehr von links, von mir aus gesehen, als ich dachte, dass sie kommen, dann werde ich jetzt nicht mit aller Gewalt so stehen bleiben, sondern eher meine Position ein bisschen verändern. Wo wir es gerade von Kräften von links hatten, achtet drauf, dass ihr nicht euren gesamten Kraftvektor in eine Richtung bringt und dabei instabil werdet. Das bedeutet nichts anderes als, wenn ich angreife und mich so hinstelle, ihr seht, das ist eine Linie, meine Füße sind in einer Linie, die Hüfte ist in derselben Linie, die Brust ist auch in dieser Linie. Ich bin extrem instabil in diese Richtung und in diese Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt in diese Richtung drücke und der Widerstand wird mir genommen, falle ich einfach um. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man aus einem Winkel angreift, sollte man, salopp gesagt, versuchen, an dem anderen vorbeizulaufen. Wie man an jemand vorbeilaufen würde. Ich starte also so und laufe an ihm vorbei. Das bedeutet, meine Füße sind nicht so, sondern sie sind so. Ich stehe federnd, etwas mehr Last auf dem rechten Bein, etwas weniger Last auf dem linken Bein. Die Hüfte ist etwas eingedreht. Die Hüfte ist nicht ganz eingedreht und sie ist vor allem nicht parallel zu den Füßen. Die Hüfte ist ungefähr 45 Grad angedreht. Ich sage deswegen ungefähr, weil das bei jedem ein bisschen unterschiedlich ist. Bei mir ist es einfach so, dass ich so am stabilsten stehe. Jemand, der einen etwas anderen Körperbau hat, ja, bei dem mag das selbstverständlich anders sein. Ja, lockerer Stand, stabiler Stand. Beim stabilen Stand ist es wichtig, dass man überprüft, ob er wirklich stabil ist. Das heißt, man braucht einen Partner, der einem dabei hilft. Dann prüft man, wie stehe ich wirklich, stehe ich stabil und wohin geht mein Kraftvektor. Ich nenne das immer so diesen inneren Kraftvektor, weil er einfach gefühlt ist. Machen wir das mal. Das ist mein Kraftvektor. Das Erste, was er jetzt macht, er prüft, ob ich stabil stehe. Bitte mal prüfen.
Einfach nach allen Richtungen stabil. So, mein Hauptkraftvektor ist der. Das ist etwas, was ich spüren muss. Oder anders ausgedrückt, am Anfang ist es so, dass man sich denkt, naja, vielleicht ist es der, vielleicht ist es der, vielleicht ist es der. Und weil man das nicht genau weiß, probiert man es aus. Bastian, nochmal bitte. Man sucht sich also einen Partner. Der hebt einfach nur den Unterarm hoch. Und diesen Unterarm kann man nehmen, um herauszufinden für sich, wo geht mein primärer Kraftvektor hin. Er geht genau in diese Richtung. Wenn ich hier hindrücke, ist das schwer. Das hier ist auch nicht mehr so effizient. Mein Hauptvektor ist der. Wenn er jetzt kräftig anfängt zu drücken, stehe ich immer noch sehr, sehr stabil. Das heißt, kräftig drücken. So, aber er war jetzt, war schon sehr gut stabil. Wir können beide so prüfen, ob wir stabil stehen. Wir können jetzt anfangen, die Position zu wechseln, den Kraftvektor aber zu halten. Der Kraftvektor ist der, der mich vor dem anderen schützt. Oder er ist der, mit dem ich einen Angriff einleite, zum Beispiel in diese Richtung. Wir machen das dauernd, das heißt, wir unterbrechen immer wieder in den Übungen, Techniken, frieren die Zeit ein, damit in Ruhe überprüft werden kann, stehe ich richtig, stehe ich stabil, wo geht meine Kraft hin? Denn wenn meine Kraft nicht in die richtige Richtung geht, dann wird die Technik nicht funktionieren. Ein ganz wichtiges Lernziel bei uns ist also das Verständnis. Damit auch das Verständnis, warum eine Technik funktioniert, wie sie funktioniert und welche Bestandteile dafür notwendig sind, damit sie so, wie sie funktionieren soll, auch wirklich funktionieren kann. Wenn der Gegner 5 Meter von mir entfernt ist, werde ich selbstverständlich nicht tief stehen und stabil stehen. Das macht auch keinen Sinn. Ich werde locker stehen. Wenn Kräfte auf mich einwirken, muss ich stabil stehen. Ganz einfach. Kräfte stabil, denn um weiterzumachen, muss ich die Situation aufrechterhalten. Wenn keine Kräfte auf mich wirken, dann geht es in erster Linie darum, dass ich schnell wegkomme. Das heißt, nicht mit durchgedrückten Beinen dastehen, denn dann komme ich nicht weg. Auch nicht zu tief stehen, das ist einfach nicht nötig. Relativ locker, ungefähr schulterbreit, so ähnlich wie ein Boxer. Etwas mehr Gewicht vorne auf den Fußballen, also nicht auf der Ferse, sondern so, dass man sich relativ locker bewegen kann, dass man die Distanz locker justieren kann, bevor man sich dann bewegt. Die Aspekte von der Beinarbeit sind eigentlich immer zwei. Es gibt einen zukünftigen Aspekt und einen derzeitigen Aspekt. Der zukünftige Aspekt beinhaltet, was will ich als nächstes tun? Will ich beispielsweise schnell wegkommen oder will ich in eine Position kommen, in der ich sehr aggressiv angreife? Das Jetzige beschreibt den Augenblick. Das heißt, ich muss der jetzigen Situation, wie sie gerade existiert, gewachsen sein. Ich muss stabil sein, denn wenn mich der andere einfach weghaut, habe ich verloren. Noch stehen wir beide locker, von den Beinen her, keine Kräfte wirken. Wenn ich jetzt angreife und reißen will, werde ich sehr stark seinen Arm angreifen, um bei ihm einen Winkel aufzureißen. Das bedeutet, mein Kraftvektor wird dieser sein. Und ich muss stabil stehen, um mich hinter meiner Waffe decken zu können und anschließend weiterarbeiten zu können. Fangen wir mal an. Ihr seht, das ist der Kraftvektor. Ich arbeite gegen seinen Arm, bin hinter der Waffe, also sehr, sehr, sehr stabil. Und weil ich das bin, kann ich anschließend seine rechte Flanke, von mir aus gesehen also seine linke Flanke, angreifen, indem ich ihn aus dem Gleichgewicht bringe. 1, 2. Jetzt hat er ein grundsätzliches Problem. Das Ganze kann auch einhändig passieren. Hier ist es zweihändig passiert, es kann auch einhändig sein. Das Schema ist dasselbe. Wir machen es einmal komplett einhändig. 1, 2, 3.
Der Nachteil an dem Einhändigen ist, ja, dass ich ihn nicht aus dem Gleichgewicht bringen kann. Das heißt, wenn ich nach oben schiebe, fangen nochmal an, wenn ich jetzt nach oben schiebe und er sich einfach nicht bewegt, wird das hier nicht vernünftig funktionieren. Wir zeigen es nochmal. Eins. Warum hat das nicht funktioniert? Weil es symmetrisch war. Beide können gleichzeitig reißen. Wir fangen gleichzeitig an. Wir reißen gleichzeitig. Und nichts passiert. Das heißt, wir müssen die Asymmetrie am Anfang herstellen. Und zwar so, dass wir reißen können und er nicht. Das bedeutet, ich muss ihn hier wirklich nach außen treiben. Im zweiten Schritt muss ich ihn wirklich destabilisieren. Also eins, zwei. Jetzt geht mein Kraftvektor hier hin, sein Kraftvektor hier hin. Da ist aber niemand. Das heißt, selbst wenn er drückt, fällt er in mich hinein. Das ist alles nur Beinarbeit. Es gibt also nicht die richtige oder die falsche Beinarbeit, sondern es gibt nur eine Beinarbeit, die zu dem, was man machen will, passt. Naja, und es gibt natürlich eine, die nicht passt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist einfach der, dass alles, was man tut, immer gewisse Vorteile und Nachteile hat. Es gibt nicht den magischen Hau, also diesen berühmten Magic Strike. Es gibt auch keine magische Bewegung und ebenso gibt es keine magische oder sagen wir mal 100% optimale Schrittfolge oder einen 100% optimalen Stand. Das ist einfach nicht möglich. Das bedeutet auch, dass man wissen muss oder wissen sollte, was ein Lernziel ist letztendlich, welcher Stand hat welchen Vorteil, welcher Stand hat welchen Nachteil, welche Art einen Schritt zu machen hat welchen Vorteil, welche Art hat welchen Nachteil. Das muss ich erstmal für mich selber wissen. Denn in dem Moment, wenn ich etwas tue und die Vorteile kenne, sollte ich auch die Nachteile kennen. Denn wenn ich die Nachteile kenne, weiß ich, wo mir Gefahr droht. Umgekehrt ist es natürlich so, dass auch ja, für den anderen gilt natürlich dasselbe. Bedeutet für mich, unter Umständen kann ich das sogar ausnutzen. Das heißt, wenn er beispielsweise sehr gerade schreitet, dann weiß ich und sehr gerade steht, dann weiß ich, dass er seitlich instabil ist. Spielt das eine Rolle? Ja, es spielt eine Rolle. Denn viele Techniken im Messer bauen darauf auf, dass man eine Asymmetrie aufbaut und die Instabilität, die seitliche Instabilität nutzt. Wenn er mich also angreift und dabei auf einer Linie bleibt, dann sieht man, ist das relativ seitlich instabil. Das ist der erste Grund. Der zweite Punkt ist, dadurch, dass er sehr linear angreift, habe ich die Chance, eine sehr gerade Bewegung durch eine Querbewegung sehr stark zu modifizieren. Und er hat nicht wirklich die Möglichkeit, einen Vektor aufzubauen, der gegen mich geht. Wir machen das Ganze nochmal. Ganz einfach. Mein Vektor ist dieser, sein Vektor ist dieser. Er hat, wie man relativ leicht sieht, nicht die Chance, hier gegen zu drücken, denn ich bin schon so gut wie in seinem Rücken. Nochmal, er greift an, ich baue es so auf und dann hat er ein Problem. Deswegen, das ist einer der Gründe, weil wir so nahe kommen, greifen wir aus einem Winkel an. Denn wenn er aus einem Winkel angreift, kann ich seinen Vektor nicht so stark beeinflussen, dass ich in seinen Rücken komme. Nochmal. Ich hätte hier sein müssen. Hier komme ich aber nicht hin. Nochmal aus dem Winkel bitte. Es ist nicht möglich, an diese Stelle zu kommen, an die ich hätte kommen müssen, damit diese Technik funktioniert. Das heißt, diese Technik ist nicht nur das Aufziehen. Das heißt, es besteht nicht nur daraus, dass ich das hier mache. Es besteht daraus, dass ich mich richtig bewege. Das heißt, dass ich in diesen Winkel gehe. Und wir haben es immer mit einem Bewegungssystem zu tun, was zwei Leute involviert, mindestens. Er muss eine Bewegung machen, mit der das geht. Wenn er also gewohnheitsmäßig
verwinkelt angreift, wird das da nicht funktionieren. Wenn er gewohnheitsmäßig lang angreift, wird das da vermutlich sehr gut funktionieren. Und jetzt the real thing. Wie sieht das Ganze in echt aus? Durch den Versatz wird der Hau des Angreifers so weit versetzt, dass es eine Eintrittsmöglichkeit in einen Winkel gibt, mit dem man in seinen Rücken kommen kann. Die Vektoren sind nun so, wie wir sie haben wollen, um erfolgreich weiterzuarbeiten. Übungsziele. Hier einige unserer Übungsziele. Erstens, entwickle ein Gefühl für Kraftvektor und für deine innere Balance. Zweitens, der Kraftvektor ist extrem wichtig für das Herstellen einer Asymmetrie. Wenn ich keine Asymmetrie herstellen kann, kann ich eine Distanz nicht überwinden. Drittens, Balance. Balance ist extrem wichtig, denn wer aus der Balance ist, ist damit beschäftigt, diese wiederherzustellen und kann nicht effektiv kämpfen. Also haltet eure Balance. Viertens, beim Messer ist das Brechen der Balance des anderen häufig ein sehr, sehr wichtiger, ja essentieller Teil von dem, was passiert. Wir brechen die Balance des anderen ganz bewusst, um dann aus diesem Vorteil heraus sicher und erfolgreich weiterzuarbeiten. So, das war's auch schon von uns zum Thema Beinarbeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet ja etwas mitnehmen daraus. Ja, und ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein Abonnement. Ansonsten, Gruß aus Mainz, viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.